Ganze 3 Monate mussten die GZSZ-Fans auf ihn verzichten. Im Februar verabschiedete sich Jörn Schlönvogt als Dr. Philipp Höfer vom Kolle Kiez. Jetzt ist er endlich wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Doch wird es dieses Mal mehr als nur ein kurzes Gastspiel? Zwischen Business und Familie? Jörn Schlönvogt ist nicht auf GZSZ angewiesen. Es ist inzwischen für mich zur Tradition geworden, dass ich die Wintermonate im Warmen verbringe. Erzählt der TV-Star am Rande der Fashion-Show von Ernstings Family in Hamburg. Wie schon im vergangenen Jahr zog es ihn erneut in die Arabischen Emirate. Da tanke ich dann Kraft und kümmere mich nebenbei auch um meine anderen beruflichen Projekte. Über die Jahre hat Jörn Schlönvogt sich ein zweites Standbein neben der Schauspielerei aufgebaut. Ich habe mehrere Firmen gegründet und investiere regelmäßig in unterschiedliche Start-ups. Darum kann ich mich von überall auf der Welt kümmern. Ich brauche nur meinen Laptop. Sich diese Freiheit leisten zu können, ist für den Schauspieler wahrer Luxus. Ich hatte meine Tochter mit dabei, und wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Das wird demnächst dann ja in der Form nicht mehr möglich sein. Für die 6-jährige Delia beginnt nämlich im September ein neuer Lebensabschnitt. Die Kleine wird eingeschult. Sie freut sich wahnsinnig auf die Schule. Und ich staune nur, wie schnell sie doch groß geworden ist, sagt Jörn lachend. Dass Papa und Tochter dann nicht mehr so flexibel verreisen können, findet er nicht schlimm. Es gibt ja immer noch die Ferien. Und außerdem haben wir schon so viel von der Welt zusammen gesehen. Jörn Schlönvogt will GZSZ erhalten bleiben, bleibt die Frage nach Jörns Zukunft bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, wenn es beruflich auch anderweitig gerade so gut läuft. Sind seine regelmäßigen Auszeiten ein Abschied auf Raten? Die Schauspielerei ist und bleibt eine meiner großen Lieben, versichert er. Ich bin fast 20 Jahre dabei und habe nicht vor, die Serie zu verlassen. Ihr werdet sehen, dass es spannend weitergeht.